zusammen, willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch in der Vierfachversion. Ja, wir sind wieder voll in Action. Ich habe inzwischen den Kollegen Drescher auf dem Missionsfeld 57 angesetzt. Der ist dort am Dreschen. Wir werden uns heute mal ein bisschen um die Strohverteilung kümmern. Das heißt, wir bringen Stroh zur Pelletsfabrik, wir bringen Stroh in die Mischfutteranlage runter und ja, so gucken wir mal, dass wir heute ein bisschen hier den Strohbestand im Lager verringern, weil da ist doch ja 1,7, 1,8 Millionen Liter, das ist halt doch eine beachtliche Summe, die wir hier schon rumliegen haben. Und ja, verteilen, 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 würde ich da mal sagen. Gucken wir mal, wie viel wir in die... Oh, da kommt einer. Ja, ich mache Platz, ich mache schon Platz. Achtung. Wie viel wir da noch in die Pelletsfabrik reinbringen können. Ja, den Komposter können wir auch voll machen, rein theoretisch. Vorsichtig. Ja, irgendwann müssen wir auch darum kümmern, dass wir die Pellets mal verkaufen, die wir hier liegen haben. So. Ich glaube, wir haben keine Silage mehr, weil der Fendt, der gerade hier angekommen ist, das ist ja unser Silageverkäufer. Der ist blockiert und ist leer. Dann würde ich sagen, lass uns doch ganz kurz mal beim Fermenter vorbeigucken, was wir da rausholen können. Ja, und schon kommen wir dem eigentlichen Ding, was wir heute machen wollen, schon wieder in weitere Ferne. Aber was macht man nicht alles, damit, ja, die Geldmachmaschine BGA weiterläuft. Das ist ja wirklich unser Bringer, sag ich mal. Da müssen wir wirklich gucken, dass das Ding nie aufhört zu laufen. So, guck mal, da sind wir. Oder der eine ist leer, dann machen wir den noch leer. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? 749.945, ja gut, wir haben ja noch genügend Gras im Lager, also das sieht ganz gut aus. So, wir haben 65.000 hier rausbekommen, das wären für den Fendt ja schon wieder drei Fuhren sozusagen und ich glaube, damit können wir leben, da hat er erstmal wieder gut zu tun. Soweit. So, ja gut, der belädt da drüben sogar schon wieder. Ne? Kommen wir da hin? Ja, passt. Dann hoffe ich mal, dass der gleich weg ist. Ja, er fährt schon, bis wir hier leer sind, damit wir gleich mit dem Stroh weitermachen können. Stroh, 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 Stroh. Genau, wir wollten eigentlich auch noch gucken, wie viel Stroh wir denn in die Pelletsfabrik noch reinbekommen. Gut, das können wir auch jetzt direkt über unser PDA gleich mal machen. Pellets. Pellet, Pellet, Pelletfabrik. Ja, 206.000 passen noch rein. Ja, ja. 206, das wären 3 LKWs. Und wie sieht es beim Mischfutter aus? Heustroh, da passen auch 225.000. Na gut, das ist nicht ganz so viel, aber wir kriegen auf jeden Fall mal ein bisschen was an Stroh weg. Das ist ja wirklich die Hauptsache.
Ich bin gerade am Überlegen. Hier steht ja noch der Frontlader mit einer Schaufel. Den brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Wir haben ja unseren Telelader für solche Aufgaben. Also zum Schaufeln und was weiß ich nicht sonst noch da kommen. Auch wenn es jetzt nicht ganz so viel Geld bringt, wenn wir ihn direkt verkaufen. Gewichte, Radladeschaufel, Universalschaufel. Weg. Der Frontlader kommt weg. Der Tiertransporter, der kleine, kann auch weg. Wir haben die Radladeschaufel, wir haben die Palettengabel. Ja, Gewichte, das passt alles. Gut. So, das hat genau gepasst. Da haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld bekommen und wir sind ein paar Fahrzeuge weniger hier am Hof. Das ist ja auch wichtig, dass wir hier nicht so voll stehen wie noch was. Oh, irgendwas leckt hier gerade. Eieiei. Das hatte ich gestern in der gestrigen Folge zum Ende schon mal. Jetzt komme ich gar nicht mehr zurück. Hallo. Aussteigen. Ha. Irgendwas ist hier gerade nicht so gut. Ich weiß aber nicht, wer jetzt da Probleme macht. Mal gucken, was sagt die Lok? Wenn sie aufgehen würde, könnte man da auch vielleicht was sehen. Ah. Oh, Lua, Script Autodrive hat irgendwie. Wieso macht Autodrive auf einmal Probleme? Keine Ahnung. Gucken wir mal, dass wir irgendwie diese Folge noch durchbekommen. Ich gebe kein Gas. Und er rollt hier wie noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht daran liegt, dass wir die zwei Ladewagen auf einem Feld am Laufen haben. Weil sonst haben wir ja eigentlich nicht wirklich viel, was mit Autodrive im Moment am Fahren ist. Die beiden Abfahrer, ja. Für den Drescher. Das wäre aber das Einzige, was sonst noch mit Autodrive im Moment unterwegs ist. Ja, bleibst du stehen? Oh, Junge. Das ist cool. Ich gebe kein Gas und das Ding beschleunigt hier ohne Ende. Ich muss mal. Wir sind auch irgendwie auf 8 Frames runter, das ist auch nicht. Also der ist auf jeden Fall hier gerade auf einem Autodrive-Kurs unterwegs. Ich will mal gucken. Ah, der da. Den machen wir mal aus. Da bleibt das gut. Der ist das. Wieso machst du Probleme? Na gut, wenn wir es erstmal rausgefunden haben. Kollegen, wieso fahrt ihr nicht abfahren? Oder wisst ihr wieder nicht, welcher will? Kommt, dann fahren wir den mal aus dem Weg. So, gut, ja.
Dann gucken wir mal, dass wir jetzt weiterkommen. Keine Ahnung, warum der Silagefahrer jetzt auf einmal, der hat doch seit Wochen, sag ich mal, gute Arbeit geleistet. Das ist ein bisschen sehr merkwürdig. So, ich würde aber gerne auch mal jetzt die USB-Platten verkaufen. Wie viel haben wir hier? 16. Na gut, wir können 16 auslagern. Wir haben immer noch was da. Die würde ich gerne mal vielleicht in der nächsten Folge weghauen. Damit wir da auch mal ein bisschen Geld ranbekommen. Dann können wir die Pellets verkaufen. Wir können gleich mal gucken, wie es denn bei der Mehlproduktion aussieht, ob wir da eventuell auch schon wieder Möglichkeiten hätten. Dass der Anhänger hinten. So. Mehl. Mehl, 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 Mehlfabrik. Fünf Paletten gerade mal. Nö, das lohnt sich noch nicht. Das bringt nichts. So, komm, lauf raus hier. Wir müssen weitermachen. Stroh bitte. Ja, irgendwann kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo wir auch sagen können, wir verkaufen Stroh. Auch wenn es vermutlich nicht wirklich viel bringt. Ja, oder man sagt, ja, 113. Man stellt noch einen zweiten Komposter auf, zum Beispiel. Weil 113 quasi den fünffachen Preis für Kompost müsste man sich überlegen. Verschwenden tun wir das Stroh auf keinen Fall. Das sollte sicher sein. Drücken. So, wie sieht das jetzt hier aus? War das schon die letzte? Das könnte voll werden jetzt, ja. Dann würde ich sagen, geht's weiter bei der Mischfutterfabrik. Ja, guck mal. Bis auf 3000 Liter, die wir noch drin haben. Dann einmal Nachschub holen, bitte. Nachschub. So, der Drescher ist wieder am Dreschen, das ist gut. Ja,
ich glaube, der braucht da auf der 57 wird er ein ganzes Weilchen brauchen, weil das Ding ist dann nicht gerade klein, das Feld. Und ja, da wird dann doch auch, hoffe ich mal, einen guten Überschuss bleiben, dass wir auch da gutes Geld dann kassieren können. So, ab zur Mischfutterstation, bitte. Schafstall. Da wird auch langsam aber sicher die Wolle mehr. Da kriegen wir nicht beide auf einmal abgekippt. Boah, müssen wir gleich noch mal ein Stückchen zurückschieben, damit wir die Zugmaschine auch leer bekommen. Können mal gucken, wie weit ist. Oh, der ist auch, hat schon gut gearbeitet. Ja, auf der 1 müssen wir dann irgendwie irgendwas anderes ansehen. Und ja, irgendwann kommt ja dann auch die. Ah, warte mal. Wir haben doch den einen Strohsammler angehalten. Oh ne, der fährt auch wieder. Gut, habe ich das wieder gemacht. Ja. Passt. So, bist du gleich leer mal hier? Danke. Dann kriegen wir noch eine Tour gefahren. Hey, wir können auch beim Hühnerstall können wir jede Menge Stroh reinhauen. Das haben wir ja auch noch. Und ich möchte mir hier nochmal Lager holen. Ich weiß gar nicht, habe ich die schon mit drin? Es gibt Global Company Saatgut, Dünger, Kalk, Herbizid und so weiter Lager. Die habe ich jetzt hier noch nicht mit drin. Ne, für Flüssigkeiten werde ich sie nicht benutzen, aber Kalk, Saatgut und Festdünger würde ich mir gerne einmal holen und die auf diesem Grünstreifen am Sägewerk längs platzieren, weil ich denke mal, da könnten wir auch eine automatische Auffüllung vielleicht mit den Sachen hinbekommen. Und das sieht einfach schöner aus, wenn man das in so einzelnen Lagern hat, als wenn man das einfach in das Hauptlager rein kippen. Das heißt, die werden irgendwann in nächster Zeit kommen. Jetzt noch nicht gleich, aber wie gesagt, irgendwann habe ich das zumindest vor, die mir zu gönnen. Weil gut, die kosten, glaube ich, auch wenn mich nicht alles täuscht. 25.000 pro Lager, das heißt, wenn auch einmal 75 für alle drei und das ist mir einfach zu viel. Also zumindest jetzt ad hoc, um die einfach nur zu haben. Abladen bitte. Na gut, wir sind nicht ganz voll, aber wir haben schon einiges geschafft. Aber wir sind auch erstmal für heute fertig. Ja, hat wieder einiges gebracht, auch wenn wir mit den Problemen zu kämpfen hatten. Gut, ist manchmal so, können wir nicht ändern.
Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Ich hoffe, dass es dann fehlerarmer zugeht. Auf jeden Fall, ja. Bis morgen. Tschüss.